kann natürlich sein. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Hier stehen bleiben. Okay, da werden wir, da sind wir nicht geschützt. Ja, seltsam. Da ist ein Haus. Rein hier. Na toll. Ohne Heilung. Medizin kann ich hier wohl nicht. Natürlich nicht. Ich halte doch hier nicht mehr lange aus. Lass mich bitte mal meditieren hier. Ach nö, nicht von vorne bitte. Letzter Spielstand wird wahrscheinlich am Portal sein. Also wieder von vorne. Das ist doch brutal. Natürlich. Natürlich. Oh, kalt. Ich erfriere noch, wenn ich keine geschützte Stelle finde. Und ich muss diese nächste Passage schnell finden. Wenn ich unterwegs irgendwo Schutz finde, könnte ich es bis zur Passage schaffen. Okay, schnell Stellen finden. Ohne viel Schaden zu nehmen. Hilft mir nicht weiter. Ruhig essen. Hier? Das muss irgendjemand entfacht haben. Ja, ja. Mit etwas Glück war. Der Schnee reicht bis an die Spitzen der Dächer. Wie lange dieser Schneesturm wohl schon andauert? Als ob es ja absolut kein. Nichts Essbares gäbe. Okay, wir haben doch Verzehrbares. Warum wolle Silbererz? Das ist schon gut, aber. Puh. Da runter in die Hütte. Ob wir das überhaupt irgendwann runter schaffen? Brauchen wir Unterschlüpfe. Und mehr Essbares. Was es hier nirgends gibt. Medizin können wir auch nicht, das wird hier. Das wird hier grausam. Auch kein Zwirn.
brauche Nahrung. Ach du Kacke. Okay, und hier ist Schluss, hier kommen wir nicht mehr weiter. Wenn wir nichts Essbares mehr haben. Immerhin. Ein bisschen weiter sind wir schon gekommen. Die Heiltränke würden uns auch nichts bringen. Ah doch, das ist ein Heiltrank. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Optimamata sieht nach was sehr wertvollem aus, aber. Na, wir brauchen Essen. Das ist gut hier. Das wäre gut gewesen. Hier lang. In der Luft. Hat ja eine Weile gedauert. Gab's unterwegs Probleme? Ja, Eis. Nein. Wasser. Hab nur die Ausblicke genossen. Gift. Wo sind wir hier? Es fühlt sich an, als wäre ich hier schon gewesen. Das bist du auch. Du hast hier gegen Eredins Projektion gekämpft. Und davor hat Ciri hier gekämpft. Für dich. Was meinst du damit? Hast du dich jemals gefragt, wie du den Roten Reitern entkommen bist? Schon oft. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ciri hat dich gefunden. Sie hat gespürt, dass du in Gefahr warst. Sie hat dich aus den Klauen der Jagd befreit und in die Wälder bei Kaer Morhen geschickt. Hat Eredin sie deshalb verfolgt? Wegen mir? Warum hat sie noch nie etwas gesagt? Was hätte es denn geändert? Ich verstehe nichts. Wo sind wir? In der Welt der Enelle? Nein, das ist Tet Dereat, die Endzeit. Die Welt, die von der weißen Kälte zerstört wurde. Aha. Leider erwartet uns dasselbe Schicksal, nur zu anderen Zeiten unserer Existenz. Das sagst du so ruhig. Eredin hat sich seinem Wissen um die Apokalypse ergeben. Jetzt regiert ihn die Angst. Diesen Fehler werde ich nicht machen. Erklär mir das. Nicht hier, nicht jetzt. Aha. Die Apokalypse ist also unausweichlich. Ich denke aber, man kann sie irgendwie verzögern oder so. Das ist wahrscheinlich die Sache hier. Gels zu finden erweist sich als ziemlich mühsam. Und ich weiß immer noch nicht, warum er so wichtig ist. Eredin ist anders als der König, den er getötet hat. Macht um der Macht willen interessiert ihn. Für Bürokratie fehlt ihm die Geduld. Die meiste Zeit verbringt er auf seinem Ross und führt die Roten Reiter an. Was braucht er also in der Hauptstadt? Einen guten Vizekönig. Gels ist ein exzellenter Verwalter und ein noch besserer Planer. Er ist der gefährlichste unter den Enelle. Hat er irgendwelche Schwächen? Ja, er ist rechtschaffen. Ich hatte gehofft, wir würden nicht getrennt werden. Ich hatte dich gewarnt. Wohin hat deine Reise dich geführt? Durch eine Welt, deren Sonne gerade gestorben war.
Ich habe die nächste Passage kaum rechtzeitig erreicht. Das Licht auf dem Gipfel, warst du das? Ich dachte, es würde dir den Weg weisen. Das ist doch der Sinn von Leuchttürmen, den Weg zu weisen. Ah ja. Hier scheint es mir auch nicht sicher zu sein. Gehen wir. Hier lang. Die nächste Passage. Wann wird sie sich öffnen? Bald. Es gibt keinen Grund zu warten. Komm. Na dann, auf geht's. Ist das Tirnalia? Der Palast des Erwachens. Einst der Mondpalast. Gehls Hauptquartier. Schöne Stadt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Elfische Baukunst ist ein wenig anspruchsvoller als die eure. Aha. Die Elfen. Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Nein, den Elfen wollen wir wahrscheinlich sprechen. Ich denke doch, Sie sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kaivan Espane Eb Kaoman Macha und der Hexe aus Riva. Catmill. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorn. Findest du nicht auch, Kaivan? Ihre Größe vielleicht. Sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Natürlich nicht. Nein, aber Ehrlichkeit ist keine Facette eurer Spezies. Also hör auf, Gift zu spucken, das bringt dir nichts. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig. Dies wird interessant. Ah ja. Ich bin eure pseudo-kluge Höflichkeit leid. Gehen wir. Wohin, wenn ich fragen darf? In die Welt der Enseide. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Ach du Schreck. Stunden später.
Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst. Weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Oneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Zu viel des Eigenlobs. Biete Eredin die Stirn, das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? König ist tot. Lang lebe der König. Hat er sich gerade am Bart gekratzt? Am nicht vorhandenen. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren. Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Das ist gut, dann haben wir schon mal weniger Gegner, wenn ich das richtig verstanden habe. Sein Volk wird uns nicht angreifen. Dann haben wir schon mal bessere Chancen. Wir kriegen was noch gebacken, das alleine dasteht. Ohne Armee. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Er ist billig davongekommen, hat uns Ratschläge gegeben, eine Geschichte über einen Sonnenstein erzählt. Er hat uns eine Zusage gegeben, dass er Eredin nicht unterstützen wird. Und das ist ziemlich viel. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach. Aber wir werden es schaffen. Sammelt alle und kommt zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Und was war das jetzt? Stufe 28, sehr schön.
Errungenschaft Freischalt des Xeno und Xeno out. Aha. Können wir hier einen Punkt irgendwie ausgeben? Das mal auf Stufe 2 bringen. Wir brauchen Kampfespunkte besser als die Manipulationsdinger. Das müssen wir auch irgendwann mal machen, aber das für den Kampf ist das auf jeden Fall hier wichtiger, dass wir hier leveln. Wir haben halt 0 auf Verteidigung gelevelt, das wäre auch mal wichtig gewesen, aber Angriff ist die stärkste Verteidigung. Triff Avalach auf dem Schiff. Da müssen wir lang. Bringen die Zivile tödlich. Dann mal runter mit uns hier. Okay, wurde bestimmt wieder was Verzehrbares. Können wir hier vielleicht looten? Eine Pfeife. Und können wir bestimmt was kaufen. Hab ich gestern gesund, dein Kopf fühlt sich an wie voller Sauerkraut. Aber den Hinterhof. Sei gegrüßt, weißer Wolf. Ja. Womit können wir dich heute versorgen? Was hast du Gutes zu trinken? Ich habe aber nicht mehr viel, so viel zum. Ach du Scheiße. Wo ist mein Geld hin? Essen kaufen. Da muss ich was verkaufen. Der hat ziemlich schlechte Preise. Das war 10, okay, ja. Kann ich ihn wieder leer kaufen? Apfelsaft. Ein Parfüm haben wir jetzt. Die ganzen Goldsachen hier. Mensch, haben wir hier noch irgendwas Wertvolles? Irgendwas, wofür der uns Geld gibt? Hier hätten wir was. Jetzt haben wir den wieder leer gekauft. Jetzt haben wir wieder genügend. Also, bis dann. Essen für unterwegs. Müssen wir nochmal hier reinziehen. Sehr schön. Das Essen ist das Wichtigste. Damit wir uns heilen können und so. Ärger? Die Pflicht. So, auf zum Schiff. Nö, ich suche nur ein Schiff. Der Hafen, da sind wir richtig. Oh, schade, das kann man nicht durch.
Und da ist das Schiff, wo wir drauf sollen. Jennifer, wenn das nicht stimmt. Hey Jennifer. Wenn ihr helft, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen, gewährt der Kaiser euch Amnestie. Ich hoffe, wir können dir trauen. Das könnt ihr. Was ist mit Fringilla? Das weiß ich nicht, aber ich frage ihn danach. Ihr habt kaum Hallo gesagt und schon plant ihr wieder etwas. Das liegt eindeutig in unserer Natur. Höre ich recht? Du hast den Kaiser überzeugt, sie zu begnadigen? Sofern sie uns helfen, Ciri zu verteidigen. Hm. Schwer zu glauben, dass der Kaiser sich auf so einen Handel einlassen würde. Wenn du es nicht glaubst, dann nicht. Das ist mir gleich. Ah, ja. Wie war der Teil mit Fringilla? Triss hat mir erzählt, dass ihr sie nicht erreichen konntet. Vielleicht, weil sie im Verlies des Kaisers sitzt und Ketten aus dem Eritium trägt. Das hat Rita jedenfalls angedeutet. Hm, dann hat der Kaiser vergessen, dir das zu sagen? Das gefällt mir nicht. So war das nicht abgemacht. Wenn alles vorbei ist, muss ich ein offenes Gespräch mit dem Kaiser führen. Komm, sie warten alle auf uns. Okay. Matrosen, weiter schrubben. Das letzte Mal, als wir hier zum Boot gefahren sind, ist das Schiff untergegangen. Aber lach. Es sind alle da. Du warst der Letzte. Können wir Segel setzen? Sofort. Lichten wir den Anker. Ach, die Animation kenne ich auch. Das letzte Mal, als wir Richtung Skellig im Schiff gefahren sind, gab es ein Unglück. Wir sind am Strand aufgewacht. Kopfkratz. Quest gescheitert, Liebling der Götter. Ja, jetzt sind wir ein paar Nebenquests. Am Arsch. Und Jan ist wieder neidisch. Aufenthaltsort seiner kaiserlichen Hoheit geklärt. Will er Skellige erobern? Er weiß doch, das sind meine Freunde. Er will dir die Inseln geben, mit Sintra und dem Rest des Kaiserreichs. Es gibt auch eine positive Seite davon. Tatsächlich? Der Kaiser hilft uns beim Kampf gegen die Jagd. Und wir haben gerade Fringilla Vigo gefunden. Ah ja. Scheint gut für uns zu sein. Scheint sehr gut für uns zu sein. Mal schauen, was wir hier mit dem Kaiser auch zu tun kriegen. Und wie er uns helfen wird. Schnell, wir müssen den Sonnenstein finden. Danach haben wir auf Skellige wohl genug zu tun. Wir brauchen Fringilla Vigo hier. Könnt ihr mich auf Emirs Schiff teleportieren? Ausgeschlossen. Das ist besser abgeschirmt als die Schlafstätte des Kaisers. Wir könnten es natürlich mit Gewalt versuchen. Wir brauchen Fringilla gesund und munter. Ich gehe selbst auf das Schiff des Kaisers.
Du willst schwimmen? Mit zwei Schwertern auf dem Rücken? Du wirst abgeschossen wie eine Ente, bevor du weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt, sagen kannst. Keine Panik. Er schafft das schon. Versuch es nachts. Da sind deine Chancen besser. Und wenn du an Bord bist... Na toll. Zeig seiner Majestät diesen Brief. Übergib den Brief nur dem Kaiser. Wir sollten ihn an sein Versprechen erinnern und daran, was er davon hat. Es gibt auch wieder Hinterhofschlachten. Wir wissen doch noch nicht mal, was der Sonnenstein ist. Er wurde geschaffen, damit die Bergelfen die Schiffe der Enelle herbeirufen konnten. Jetzt ist er nur noch ein Symbol für die vertane Chance, die beiden Stämme zu einen. Was? Ihr kennt tatsächlich alle die Geschichte von Gealphan und Dilian von der Weißen Flotte nicht? Scheinbar nicht. Ich wüsste lieber, ob wir den Sonnenstein verwenden können. Du? Nein. Ich? Natürlich. Mit ein klein bisschen Hilfe von den Zauberinnen. Von denen sich einige unter Deck übergeben, während andere weiterhin unerreichbar sind. Bitte erzähl's uns. Ich liebe Elfenlegenden. Gealphan war ein Wissender des Erlenvolks. Er verliebte sich in eine Elfin der Enseide, Dilian. Doch sie verschmähte ihn. Ironie erkennt er nicht. Geralt hat gescherzt. Zu spät. Schadet nicht, wenn ihr es wisst. Am Tag, als die Weiße Flotte segeln sollte, gab Gealphan Dilian ein Geschenk. Den Sonnenstein. Er glaubte, Dilians Herz würde sich eines Tages erwärmen. Und wenn ihr Verlangen nach ihm erwachen würde, sollte sie ihn mit dem Sonnenstein zu sich rufen. Auch wenn er Welten entfernt sein sollte. Klingt vielversprechend. Hoffen wir, dass wir mehr mit dem Sonnenstein anfangen können als die Elfin. Der Sonnenstein ist auf Skellige? Woher wissen wir das? Aus Legenden. Elfenlegenden. Er liegt, wo vor Jahrhunderten die Weiße Flotte gelandet ist. Okay. Also irgendwo auf irgendeiner der Inseln. Kannst du das noch aufschaffen? Neusack, ich rede mit ihm. Weißt du, wo er ist? Ich frage beim Hafen. Da liegen Krachs Langschiffe verteut. Na dann, wir haben zwei Quests. Viel Glück. Auf das Schiff des Kaisers und Meister finden.